Schönen guten Tag, Herr Dr. Bücker. Es freut uns Guten Tag. sehr, Sie bei unserem Experteninterview der Long-Covid-Apheresis-Community zu begrüßen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon gespannt auf die Fragen. Okay, sehr gerne. Herr Dr. Bücker, Sie haben bei der ISFA 2023, dem Weltkongress der Internationalen Gesellschaft für Apherese, Ihre Ergebnisse für Behandlungen mit Help-Apherese bei Long-Covid und Post-VAC präsentiert. Können Sie diese Ergebnisse für unsere Zuschauer erläutern? Genau, also der Gedanke war, dass wir die Help-Apherese schon seit 2021 praktizieren, aber wenig wissenschaftliche Daten vorliegen, sodass ich mir dann gedacht habe, dass ich die Patienten unserer Praxis mal analysiere, inklusive einer befreundeten Praxis in Bochum bei Dr. Fricke, und habe dann einen Fragebogen entworfen für unsere Patienten aus dem Jahr 2022, habe die Gruppe allerdings eingegrenzt auf Long-Covid und Post-VAC außen vor gelassen, um den Arbeitsaufwand zu begrenzen. Und dann habe ich diese Daten ausgewertet. Ich habe dafür eine eigenständige Skala gewählt, eine sogenannte Likert-Skala, wo die Patienten dann ankreuzen konnten, ob sie starke Beschwerden hatten oder gar keine Beschwerden, also von 1 bis 5 eine Skala. Und habe die dann auswerten lassen. Diese Daten wurden dann von einer Biomathematikerin statistisch analysiert. Und dabei gab es dann halt diese sehr interessanten Ergebnisse, dass in der Zusammenfassung 85% unserer Patienten positiv auf die Help-Apherese-Therapie ansprachen. Und auch nach einem durchschnittlichen Beobachtungszeitraum von 6 Monaten sich eher noch weiter verbessert hatten. Und konnte damit zeigen, dass also eine statistische Signifikanz erreicht werden konnte mit einem deutlichen klinischen Ansprechen und auch mit einem nachhaltigen Ergebnis. Die Nachbeobachtungszeit war so bis zu 11 Monate. Und das waren also insgesamt ganz erfreuliche Ergebnisse. Man hat auch vereinzelt Rückfälle gesehen, aber die waren interessanterweise alle erst nach einer erneuten Corona-Infektion. Also das wurde dadurch erneut getriggert. Ansonsten waren das insgesamt ja sehr, sehr erfreuliche Ergebnisse und die habe ich dann bei dem Weltapherese-Kongress vorgetragen und dann mit den anderen Apherese-Experten dann erörtert. Okay, und wissen Sie auch schon, in welchem Journal Sie diese Ergebnisse veröffentlichen werden? Eventuell wird das Therapeutic Apheresis and Dialysis veröffentlicht. Das wird aber noch gerade besprochen. Eventuell werden auch die Ergebnisse des gesamten Apherese-Kongresses nochmal publiziert. Also da stehe ich noch im Austausch mit dem Präsidenten der europäischen Sektion, Herrn Ramlo. Eventuell werden die Daten auch gepoolt mit Professor Hase aus Hannover hat da Interesse dran, der auch in der Praxis in Potsdam bei Dr. Ringel und auch an Havelhöhe Brandenburg aktiv ist, sodass wir gerade im Austausch stehen, wie wir die Daten am besten nutzen können. Sehr interessant. So, und was sind Ihre Erfahrungen mit dem Triple-Antikoagulationsprotokoll, also dem gleichzeitigen Verabreichen von drei Antikoagulantien bei Long-Covid und bei Post-VAC-Syndrom? Also ich habe da selber keine positiven Erfahrungen gemacht, eher neutral. Das heißt, bei uns die Leute, die gut angesprochen hatten, hatten meistens keine zusätzliche, also höchstens Aspirin 100 Milligramm, aber keine Triple-Drug-Antikoagulation. Das haben bei uns immer wieder Einzelne gemacht, aber ich kann das ganz schwer beurteilen, ob das irgendeinen Effekt hat, ob das einen leichten Zusatzeffekt hat. Und da würde ich sagen, das müssen auch weitere Studien zeigen, dass das systematisch analysiert wird, weil gerade bei dieser Methode natürlich auch Risiken sind, gerade was die Blutungsgefahr angeht. Und also ich halte dieses Vorgehen für relativ riskant und das braucht dringend weitere Studienabdeckung, bevor man so etwas allgemein empfiehlt. Okay. Das ist so meine Meinung dazu. Ja. So, und unsere Community hat seit langem ein Reporting-System bezüglich Long-Covid und Post-VAC-Behandlungserfolgen, bei dem unsere Mitglieder ihre Erfahrungen einschicken. Bei den Kosten im Mittelfeld liegende Help-Apherese liegt hierbei bei über 80% Erfolgsrate, aber deutlich teure Verfahren, wie zum Beispiel die Immunabsorption oder Plasmapherese mit Doppelfiltration, wie Inospherese oder Rheopherese liegen bei den Ergebnissen von unter 20%.
Wie stehen die Chancen für eine noch kostengünstigere Form der Apherese zu finden, welche dieselben Ergebnisse wie Help Apherese erzielen kann? Also, ich glaube, das wird schwierig. Die Help-Apherese hat einfach durch den Filter diesen Kostenfaktor, ist auch sehr behandlungsintensiv, also von der Manpower her. Ich glaube, das wird schwierig. Vielleicht in dem Rahmen, wie sich dieses System weiter etabliert, könnte es günstiger werden, aber der Filter ist einfach der Kostenfaktor und die Preise für die Help-Apherese werden natürlich sehr unterschiedlich gehandhabt, Zypern oder in Bayern oder bei uns. Also ich glaube, das variiert sehr stark, der Preis. Insgesamt ist der Hauptfaktor da natürlich der Filter und der ist bei der Immunadsorption natürlich nochmal deutlich teurer, wobei die Bewertung dieses Verfahrens ja gerade auch in Studien untersucht wird. Also es wird sicherlich auch noch spannend sein, da die Studienergebnisse abzuwarten, auch wenn diese erste Case-Series-Studie aus Jena sehr enttäuschend war. Die zeigte gar kein Ansprechen, während aus meiner Erfahrung mit wenigen Patienten habe ich den Eindruck, dass die zusätzliche Immunadsorption nochmal einen zusätzlichen Benefit bringen könnte für den einzelnen Patienten. Aber wie gesagt, das ist nochmal wiederum ein anderes Thema. Also die Immunadsorption, der Stellenwert, der muss noch herausgearbeitet werden. Ich kenne Kollegen, die damit sehr erfolgreich sind und Studien laufen. Aber ansonsten, die Help-Apherese ist in der Gesamtbewertung für mich erstmal das effektivste Verfahren, deutlich günstiger und hat sich bei uns bewährt. Und wie gesagt, im Einzelfall könnte es sein, dass die Immunadsorption sich nochmal als zusätzlich attraktives Verfahren in Ergänzung zur Help-Apherese herauskristallisieren könnte. Natürlich mit einem höheren Kosten. Faktor und das muss natürlich entsprechend sich weiterentwickeln. Und natürlich, das eine ist jetzt der medizinische Ansatz. Der andere Punkt ist, inwieweit sich solche Verfahren durchsetzen werden auf dem Markt, weil einfach diese Kostenfaktoren da sind. Das Problem mit den Kostenträgern, das Problem, Studien zu entwerfen, die auch wiederum sehr teuer sind. Das ist leider noch ein langer Weg, bis sich da diese Behandlungsstrategien weiter herauskristallisieren werden. Aber im Augenblick kann ich sagen, nach knapp 2 Jahren Help-Apherese-Behandlung, dass wir damit sehr gute klinische Erfolge haben. Okay, jetzt sind wir gerade beim Thema Help-Apherese. Wieso funktioniert sie als einzige Apherese-Form so gut bei Long-Covid und Post-VAC und anderen chronischen Erkrankungen mit Mikrozirkulationsproblemen, chronischer Entzündung und viraler Persistenz? Können Sie unseren Zuschauern erläutern, was bei der Behandlung genau mit dem Koagulationskaskade, also der Entzündung und der Mikrozirkulation passiert und was exakt die Help-Apherese aus dem Blut entfernt? Ja, also der dominierende Faktor bei der Help-Apherese ist wahrscheinlich eine Verbesserung der Mikrozirkulation. Dort spielt primär die Absenkung des Fibrinogens eine Rolle. Das sieht man auch bei ähnlichen Krankheiten wie beim Hörsturz, wo der frühe Einsatz hocheffektiv ist. Der andere Punkt ist, dass auch Entzündungsmediatoren abgesenkt werden bei der Help-Apherese. Man sieht, dass das CRP abgesenkt wird, auch Interleukine. Das heißt also, dieser Entzündungsprozess, diese Inflammation im Krankheitsgeschehen wird günstig beeinflusst. Die Gefäßwände werden stabilisiert, auch unter anderem durch das Absenken des LDL-Cholesterins, sodass manche auch sagen, wir setzen Cholesterinsenker ein, um diese Krankheit auch mit zu beeinflussen. Also das sind vielfältige Effekte und über Verbesserung der Mikrozirkulation werden auch diese Mikroklots wahrscheinlich rausgewaschen. Anderer Punkt sind die Spike-Proteine. Das müsste man auch nochmal untersuchen, wie die Vor- und Nach-Help-Apherese im Serum nachweisbar sind. Wahrscheinlich werden die auch mit entfernt. Also die Help-Apherese bildet einen multifaktoriellen Ansatz, wodurch auch dieses Verfahren wahrscheinlich so erfolgreich ist, während bei der Immunadsorption werden zum Beispiel nur diese Autoantikörper entfernt, deren Relevanz noch in Bewertung sind, aber wo man praktisch nur einen einzelnen Ansatz hat. Und auch da glaube ich, wie gesagt, in der Kombination könnte es interessant sein. Die Immunadsorption alleine hat wahrscheinlich einen schwierigeren Stand und da ist die Help-Apherese breiter aufgestellt und dadurch einfach als Erstlinientherapie sicherlich das interessanteste Verfahren.
Herr Dr. Bücker, Help Apherese ist Teil der aktuellen Registerstudie der Internationalen Apherese-Gesellschaft. Sie sind auch an dieser Studie beteiligt. Bis wann werden hier erste Ergebnisse zu erwarten sein? Also es sind jetzt mittlerweile 12 Zentren daran beteiligt und wir sind eines der ersten Zentren, die sich daran beteiligt haben, haben auch als einzelnes Zentrum da schon die meisten Patienten eingeschleust, die bisher registriert sind. Und im Idealfall haben wir Ende des Jahres eine erste Datenauswertung und vielleicht auch schon eine Publikation. Das wäre natürlich wunderbar, weil diese Registerstudie ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen auch für die Firma B. Braun, weiter in diese Thematik einzusteigen. Dass darüber, über diese prospektive Registerstudie dann valide Daten kommen. Natürlich auch der Vergleich Immunadsorption und Help-Apherese, da fließen beide Apherese-Verfahren ein. Und ich hoffe, dass wir da sehr gute Daten zeigen können. Ich weiß es von eigenen Patienten, wo die Untersuchungen im Rahmen dieser Studie signifikante Verbesserungen zeigen, aber das muss sich dann in der Gesamtregisterstudie dann noch weiter herauskristallisieren. Ich hoffe Ende des Jahres, aber ich denke spätestens im nächsten Jahr werden wir da noch mehr harte Daten haben. Okay, sehr schön. Gibt es denn sonst noch etwas, was wir in unserem Interview jetzt nicht angesprochen haben und das Ihrer Meinung nach die Long-Covid-Community wissen sollte? Also ich habe jetzt bei diesem Kongress zum Beispiel auch mit Frau Weinmann-Menke gesprochen, die ist Pressesprecherin unserer Gesellschaft für Nephrologie, dass sie sich damit auch noch mal mehr wissenschaftlich auseinandersetzt. Ich hoffe auf Unterstützung von Professor Schiefer, dem Kardiologen, Chef der Uniklinik an der kardiologischen Abteilung der Uni Marburg, der jetzt auch mit Help-Apherese gerade sich bei Post-VAC-Patienten weiter bemüht und da laufen wohl auch Studien. Also ich bin ganz optimistisch, dass wir im Laufe des Jahres, spätestens nächstes Jahr, noch mehr Daten haben und dieses Krankheitsbild auch weiter entwickeln können, gerade was die Therapie angeht. Und ich hoffe, dass wir die Help-Apherese-Therapie weiter etablieren werden, auch mit dem Ziel, dass die Krankenkassen auch die Kosten übernehmen, was im Augenblick noch sehr schwierig ist, aber mit solchen Daten kann auch der einzelne Patient auf die Krankenkassen zutreten. Und das macht es natürlich für alle Beteiligten dann viel einfacher, damit umzugehen. Ja, Herr Dr. Brücker, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen mit Ihnen und ich möchte Ihnen im Namen der Long-Covid-Apheresis-Community für alles danken, was Sie für alle getan haben. Besten Dank und noch einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören. Dankeschön, auf Wiederhören.